Crisis? What Crisis? Dritte Staffel. Arbeit in der Krise arbeiten. Folge 8. Motivation in einer satten Gesellschaft. Herzlich willkommen bei Crisis, What Crisis? Dem Leadership Talk mit Uwe Dotzlaff und Manfred Stockmann. Inspirationen, Anregungen und Gedanken zu Führungsthemen. Nicht nur in unruhigen Zeiten. Wir sprechen über den Umgang mit Krisen, mit unvorhergesehenen Situationen, über die Bedeutung von Strategien, Szenarien, Selbstführungskraft und mentaler Stärke. Wie gelingt Führung auch unter ungünstigen Bedingungen? Wie wappnen wir uns selbst, um klar, fokussiert und entscheidungsfähig zu bleiben? Wöchentlich, kompakt, unter 20 Minuten und gut geeignet als Braincake für zwischendurch. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Episode bei Crisis What Crisis. Arbeit in der Krise arbeiten, das ist ja so unser Leitmotto dabei. Und heute haben wir das Thema Motivation in einer satten Gesellschaft. Und wie kommen wir darauf? Weil wir auch immer wieder Schlagzeilen lesen, dass so viele Menschen innerlich bereits gekündigt hätten. Und ein Artikel, der sich auch auf diese Studie bezog, hat das ganz dramatisch hervorgehoben, dass die Motivation auf dem absoluten Tiefstand ist, dass immer weniger Leute motiviert sind und so weiter. Und wenn wir dann in diese Studie wirklich wieder reinschauen, Uwe, na, was haben wir festgestellt? Die Lage sieht von den Zahlen hier völlig anders aus. Ja, es hat sich ein bisschen was verschoben. Die Top-Hochmotivierten sind ein paar Prozentpunkte runtergegangen. Es gibt unten ein Prozentpunktchen mehr der absolut voll Demotivierten. Aber wir rechnen immer noch über, wie viel haben wir da ausgerechnet? 88% derer, die motiviert zur Arbeit gehen, und zwar über alle Altersklassen hinweg. Ich glaube auch, dass die Ernst & Young-Studie hier einen sehr positiven Ausblick auf das gibt, was uns erwartet. Aber die Wahrnehmung in der Gesellschaft, in einer satten Gesellschaft, ist oft eine andere. Und auch die Ergebnisse, wenn ich die täglichen Umfragen sehe, die nicht repräsentativ sind, oder auch die Meinungsäußerungen in unseren Medien oder im Kollegenkreis etc., da haben wir doch eine sehr, sehr negative Einstellung. Und früher haben wir das immer abgemacht, dass in unserer Gesellschaft, dass wir Deutschen so eine hohe Kultur des Jammerns und des Wehklagens und des Wehleidens haben. Aber das eine ist die Befragung, die Ernst & Young gemacht hat, und das andere sind aber auch die Wahrnehmungen, die wir in den Medien immer wieder geliefert bekommen. Und mich stimmen die Zahlen, die in dieser repräsentativen Umfrage in den Unternehmen gemacht worden sind, ziemlich optimistisch. Und ich glaube, ja, in unserer Gesellschaft sind wir sehr, sehr satt. Uns geht es gut, uns geht es hervorragend. Ja, also wenn ich einfach so sehe, das Konsumentenverhalten oder auch die wirtschaftliche Entwicklung jetzt wieder, bei all den Dingen, hohe Energiepreise und was da alles dazu kommt, Rohstoffpreise, Nichtverfügbarkeit von Rohstoffen. Und trotzdem können wir uns in der Gesellschaft eine ganze Menge leisten. Was da sehr hoch dazu führt, dass wir uns so viel leisten können, oder was, wo ich es lesen kann, ist einfach das Konsumverhalten. Trotz hoher Energiepreise, heute beginnt in Düsseldorf eine Messe für Caravaning, und dort sind die Umsätze wieder auf die Vor-Corona-Zahlen gestiegen, und auch die Probleme, die es gab in der Energie und in der Materialbeschaffung und in der Produktion, die sind inzwischen gelöst. Und plötzlich wird festgestellt, bei 25% Preisanstieg ist der Umsatz trotz, oder ist die Zahl der zugelassenen Caravanings wieder auf dem Vor-Corona-Stand. Mhm. Aber was die Warnung, Hochkulturen gehen nach meiner These immer wieder unter, wenn sie satt sind. Also wir müssen aufpassen, dass wir sagen, hey, auf welchem Niveau jammern wir? Auf welchem Niveau geben wir uns zufrieden? Und wo erzeugen wir möglicherweise eine Bruchlandung mit Ansage? Ja? Wo sind unsere Perspektivwechsel notwendig, darauf zu schauen, uns geht es gut? Ja, und aber dieses uns geht es gut nicht umzuwandeln und sagen, das wird auch zukünftig automatisch immer so sein. Nein, es wird nicht so sein. Wir wandern auf einem sehr schmalen Grat im Augenblick, und dazu brauchen wir eine vielleicht aufbauend auf die Zahlen der Studie hohe Motivation in den Unternehmen.
oder noch eine höhere Motivation. Ja. Du hast mir gerade ein schönes Stichwort geliefert, Bruchlandung mit Ansage. Und ich hatte ja in der Einleitungsepisode schon mal den Cliffhanger gebaut und ich wusste jetzt immer nie, wann ich es denn unterbringen könnte oder wo es passt. Und ich denke, ja, wir haben uns ja auch jetzt vorgenommen, so die letzten 4 Folgen, also wir haben jetzt so diesen Höhepunkt des Jammerns, des direkt nur aus der Studie herausgezogenen Zahlen, gehen jetzt mehr, immer noch mehr in die Lösungswege rein. Und da gibt es einen Fall, der war im Sommer 2020, ist eine Linienmaschine einer deutschen Airline von Kreta nach Deutschland gestartet. Also Urlauber zurückbringen schon wieder. Und kurz nach dem Start haben die Piloten festgestellt, Kontrolllampe, Warnlampe, Fahrwerk lässt sich nicht erfahren mehr. Ist immer noch besser, als wenn das Fahrwerk drin ist und sie lässt sich nicht ausfahren, aber es hat halt natürlich Nachteile. Und da gibt es ein Handbuch, da gibt es eine Checkliste, was ist damit zu tun, und die wussten ganz genau, okay, wir werden mehr Sprit verbrauchen mit dem Teil und wir brauchen eine niedrigere Flughöhe. Das haben sie sich alles geben lassen, sind dann durch, haben aber dann auch durchberechnet und haben festgestellt, mit dem höheren Spritverbrauch werden wir nicht unseren Zielflughafen erreichen, weil wir nicht genügend Sprit an Bord haben. So, jetzt gehen wir ja davon aus, Problem erkannt, Maßnahmen, Lösungswege, alles ist vorhanden. Jetzt werden doch auch irgendwas eingeleitet in die Umsetzung. Was aber in diesem Fall passierte, was völlig unerklärlich war, dass die Maschine irgendwann eine Notlandung auf einem Acker durchführen musste, weil obwohl alle Anzeigen funktionierten, obwohl alles bekannt war, die Maßnahmen, die vorgeschlagen waren oder vorgesehen sind, nicht umgesetzt wurden. Also es wurde zugeschaut, wie der Sprit weniger wird, wie alles andere nach unten geht, und trotzdem kam keine Bewegung in Handlung. Ja. Und wenn wir das jetzt in unsere Unternehmen so sehen, dann, wenn wir den Bogen von vorne nochmal holen, dann war ja der ganze Teil Demografie war seit 20 Jahren bekannt, wo es hinlaufen wird. Digitalisierung war bekannt, zwar nicht unbedingt die Geschwindigkeit und die Details der Ausprägung, aber dass da sehr viel die Arbeitswelt verändern wird. Wir haben diverse andere Parts, was die Qualifikation von Mitarbeitenden angeht, was Lohnentwicklung angeht, was Globalisierung, was Austausch und was wir auch schon gemerkt haben, wo kann billiger produziert werden, wohin wandern denn überhaupt Industrien. Also alles das war irgendwie auf unserem Dashboard des Panels da. Und wenn wir uns dann hinschauen, wie viele Unternehmen haben darauf frühzeitig und überhaupt reagiert und finden jetzt, oh, der Sprit reicht nicht mehr, das reicht nicht mehr, was soll ich jetzt machen? Bruchlandung oder finden die noch einen Rettungsfallschirm? Gleitflug? Geht noch was? Weiter so, ne, weiter so, das wird schon gut gehen. Wir machen immer weiter so und geht aber nicht gut. Und deshalb ist dieser Fakt, also dieses, wir müssen jetzt endlich etwas tun. Ja, die Warnungen der Wirtschaftsweisen immer wieder, dass die Herausforderungen zunehmen, dass die Konsequenzen intensiver werden. Wir verlieren Abstand zu anderen Wettbewerbern in der Welt, Kontinentaleuropa. Ich rede nicht nur von Deutschland, die Europäische Union. Also diese gesellschaftlichen Ereignisse, dass wir uns ausruhen auf einem System, das, glaube ich, so wenig handlungsfähig ist. Ich will jetzt nicht in epischer Breite die deutsche Bürokratie oder die Eurokratie hier aufrufen. Aber wenn ich das sehe, wie unsere Verwaltung funktioniert, dann ist es schon für uns eine Herausforderung in der Wirtschaft. Wenn wir Straßen bauen wollen, wenn wir Brücken bauen wollen, wenn wir Genehmigungsverfahren für neue Energiestandorte haben wollen, etc. pp., wenn wir über Ansiedlungen sprechen, wie Unternehmensansiedlungen in anderen Regionen, übrigens auch in unserer westlichen Wirtschaftswelt, passieren. Ich meine einfach nur mal in den USA, was da passiert im Augenblick gerade im Bereich Digitalisierung, oder nehmen wir das kleinere Beispiel Chipherstellung, dann sage ich einfach, ja, American First ist ja nicht nur eine Sache von Trump, sondern auch von den Nachfolgenden. America First wird auch möglicherweise für uns eine Rolle spielen, zu sagen, hey, um wen kümmern wir uns und wie kümmern wir uns und mit welcher Konsequenz? Und wir wissen das alles und jetzt brauchen wir, um uns wieder runterzubrechen, in unseren
Unternehmen, gerade die, die motiviert sind, es zu tun. Und vielleicht, obwohl die Rahmenbedingungen im Umfeld nicht die idealen sind, obwohl Dinge länger dauern, Genehmigungsverfahren, die Einsicht der Menschen, etwas zu tun. Ja, wenn ich sehe, wir wissen, dass die Umwelt krachen geht, aber wir fahren immer weiter auf den Abgrund zu. Und die Erderwärmung und all diese Dinge sind hinreichend bekannt. Und das ist keine Frage von der nächsten Generation, sondern das ist auch eine Frage also unserer Generation, glaube ich schon. Und dazu brauche ich eine innere Bewegung, eine Motivation, movere, etwas zu bewegen in mir selbst als einen der wichtigsten Hygienefaktoren für Erfolg in der Arbeit. Also wir haben eine ganze Menge anderer Hygienefaktoren noch, die wichtig sind. Aber ich glaube, Motivation ist gerade intrinsische Motivation. Ich nehme einfach mal nur die intrinsische Motivation raus und sage, hey, das ist das, was wir entwickeln müssen. Interesse an der Arbeit, Lust und Spaß an der Arbeit, Sinn erleben, das, was wir immer wieder sagen. Und dann die Werte der Organisation mit den eigenen Werten zu vergleichen. Und da klafft durchaus in unserer Gesellschaft etwas auseinander, nämlich die Werte der Gesellschaft finden wir nicht zwingend in den Werten der Unternehmen wieder. Ja? Und in den Werten werden Dinge hochgewotet, die mit einer Zukunftsorientierung wenig, nach meiner Ansicht, wenig zu tun haben. Meinst du mit einer nachhaltigen Zukunftsorientierung oder generell mit einer Zukunftsorientierung? Na, mit einer nachhaltigen Zukunftsorientierung. Also wenn ich hingehe und sage, viele Leute bezeichnen mich ja immer als Träumer, wenn ich von Flow-Erleben in der Arbeit spreche. Ja? Also ein Flow, mal wirklich ein beglückendes, erlebendes Gefühl, das ich aus dem Ergebnis meiner Arbeit heraus entwickelt habe. Und dann sagen die mal, was träumst du oder was hast du eingeworfen? Das ist ja gar nicht zu schaffen. Und wenn, dann haben wir dafür gar keine Zeit. Aber wir haben ja gesagt, wir wollen jetzt mehr in die Lösung kommen. Und die Lösung wird sein, eine Lösung, die einzige Lösung, die für mich dort eine Rolle spielen wird, ist Arbeitgebermarke. Nämlich hinzugehen und zu sagen, wie kann ich denn das lösen? Und all diese Dinge, die da auf uns zukommen, die uns belasten auch, die Performance-Killer, die wir uns alle umgeben, die werden sich nur lösen lassen, wenn ich es schaffe, diese Motivation der Mitarbeiter in neue Aktivität umzusetzen. Also einfach zu sagen, das machen wir mit HR und mit der digitalen Transformation und lösen das damit. Da muss ich viele Fragen beantworten. Unser System ist häufig gefühlt oder war an der Lastgrenze. Ja. Wir haben also keine Zeit, haben wir immer, sagen wir jedes Mal. Aber wir sagen ja immer, wenn die Frage kommt, wann sollen wir denn das alles noch machen? Ne, wir können ja gar nicht damit anfangen. Und du sagst, das hätten wir schon vor 10 Jahren machen sollen. Yes, das haben wir. Wenn du heute aber nicht anfängst, hast du morgen den gleichen Zustand wie heute. Heißt also, ich muss die Zeitfallen, die Zeitfresser, die muss ich einfach finden. Ja, dass ich diese Zeit finde, um in diese neue Situation zu kommen, in eine Transformation, in ein Change zu kommen in den Unternehmen, damit ich auf das, was da auf uns zukommt, in Zukunft vorbereitet bin. Und das ist dann wirklich, ich muss das Tagesgeschäft anders organisieren. Ich muss Fluktuationen in den Strahl, ich muss den Krankenstand reduzieren. Ich muss Innovationsblockaden beseitigen und ich muss weg von einem alten Beharrungsvermögen. Ja? Ich habe vor einiger Zeit mal die Antwort bekommen auf die Frage, wünscht euch was, wünscht euch irgendwas, was ihr haben wollt, dann setzte sich da ganz traurig ein Manager hin und sagte, Uwe, mach so, wie es früher war. Ja? Und dieses Beharrungsvermögen, wir wollen es so lassen, wie früher, geht nicht. Es wird nicht so sein. Nichts wird so sein, wie früher. Und war noch nie etwas wie früher und es hat noch nie funktioniert, alte Lösungen von früher wieder zu reaktivieren, weil so viele Rahmenbedingungen sich einfach immer wieder verändern, in komplexe Welt eben in diesem Sinn und die da ineinander greifen. Und wenn wir diese Motivation, diese intrinsische Motivation in den Unternehmen schaffen zu initiieren, nicht durch Chaka und nicht durch du schaffst das
oder durch all diese Dinge, die wir meinetwegen vielleicht auch früher gemacht haben. Weil das, was wir früher gemacht haben, werden wir nicht mehr machen können. Dann werden wir plötzlich eine neue Arbeitszufriedenheit bekommen. Und das ist die Voraussetzung für das, was wir vorhaben, nämlich das agile Unternehmen zu entwickeln. Also ein Unternehmen, das sich selbst organisiert und wo die Hierarchien und sich neu beschreiben. Wir werden, glaube ich, nachher noch darauf eingehen, dass Führung völlig neu organisiert werden muss. Wir brauchen eine neue Definition für Führung in agilen Unternehmen, in einer fragilen Zeit. Ja? Unsere Gesellschaft, das haben wir an vielen Stellen schon gesagt, ist volatil, ne? Ist unberechenbar. Und es ist nicht möglich, mit den alten Instrumenten und Techniken und Methoden Sinn einfach weiterzumachen. Das heißt, wir werden, wenn wir über Motivation reden, eine neue Form von Führung besprechen müssen. Also ich habe mal von Karl Valentin einen Spruch gelesen, der heißt, mögen hätte ich schon wollen, aber dürfen habe ich mich nicht getraut. Ja? Also das ist ein schwieriger Spruch, mögen hätte ich schon wollen, aber dürfen habe ich mich nicht getraut. Was da alles drin steckt, und der Valentin ist ja nun nicht in der Gegenwart groß geworden, sondern was wir jetzt hier machen, du musst es mögen, was du machst, und du musst es wollen, was du machst, mit der Konsequenz, und du musst es dürfen, du musst die Freiheit haben, es zu tun, und du musst dich dann auch noch trauen, du musst den Mut haben, das zu Er machen. Hat sehr viele psychologische Erkenntnisse Ja. der neueren Zeit da in diesem Satz schon zusammengefasst. Ja, und das ist das, was wir, wenn diese Zahl, um zurückzukommen auf das, was wir, was in der Studie stand, ne? Wenn wir sagen, 88% sind vollständig oder zumindest gut motiviert, etwas zu machen, und wir haben ein System der Anerkennung und der Wertschöpfung, ja, in dem Unternehmen, dann kann ich fast alles im Unternehmen auch erreichen mit einer neuen Führungskultur, glaube ich jedenfalls. Und das möchte ich hier auch nochmal ergänzen. Die Studie hat jetzt nicht nur die Eliten sozusagen, die Führungskräfte, sondern da waren auch die ungelernten Arbeitskräfte und angelernte Arbeitskräfte dabei. Und auch über die und über alle Altersstufen hinweg ist da ein recht homogenes, also selbst bei den Ungelernten waren es immer noch, ich schaue hier gerade mal nach, aber um die 78 oder 77%, die Ja. von denen in dieser Gruppe noch unter hochmotiviert zur Arbeit gehen. Und weil du hattest am Anfang ja auch gesagt, so satte Gesellschaft oder beziehungsweise uns geht's allen gut. Ja, wir wissen auch, dass durch bestimmte Arbeitsverhältnisse und durch unsere Arbeitsstruktur und den Markt mit diesen Minijobs, mit all diesen Varianten, dass viele frühere Vollzeitjobs, von denen einer gut noch leben konnte, sich mittlerweile reduziert haben und nur noch so als Beiprodukt sozusagen engagiert werden. Und viele davon haben manchmal auch zwei oder drei Jobs machen müssen, damit sie überhaupt über Wasser kommen. Das ist, denke ich, auch eine Herausforderung. Dann sind wir wieder bei den Werten, dass wir eine Gesellschaft, die sich auf Kosten von einigen weniger oder von mehreren sich andere bereichern, dass da irgendwas nicht stimmt, sondern dass wir da auch wieder einen Ausgleich bringen, wenn wir unsere Werte vernünftig leben und nicht nur auf Wahlplakaten postulieren, aber unser Handeln ein komplett anderes sein soll dann, ne? Ja, also wir müssen uns durchaus bewusst sein, dass diese Megatrends, die wir ja in allen Folgen, auch in den vorhergehenden Staffeln immer wieder besprochen haben, dass die zu diesem unabdingbar zu diesem neuen Denken führen müssen. Wenn du davon sprichst, dass es Menschen gibt, die durchaus drei Jobs haben, es gibt aber auch viele Menschen, die haben gar keinen Job. Ja. Und wir überlegen, wie wir sie ausstatten mit viel Geld. Ich bin dafür, also gar keine Frage. Aber ich glaube, dass es ein großes Potenzial liegt, das wir heben müssen, dass diese Menschen in unserer Gesellschaft wieder zur Wertschöpfung beitragen, also motiviert sind, auch dazu. Darauf werden wir jetzt in den nächsten Episoden eingehen, weil sonst sprengen wir schon wieder das Zeitformat. Es ist erstaunlich. Ja, aber 20 Minuten netto sind halt einfach knapp.
Also, wir gehen auf das Thema Motivation und Maßnahmen jetzt auch in der nächsten und in den kommenden Folgen nochmal vertieft ein, damit Arbeitgebermarke nicht nur ein Plakat ist, sondern wirklich mit Inhalt substanziell gefüllt ist. Also, seid gespannt, bis zum nächsten Mal. Gleich. Danke fürs Dabeisein. Weitere Infos und Links findest du in den Shownotes. Natürlich freuen wir uns über ein Like, abonniere den Podcast oder Kanal und aktiviere die Glocke, um keine Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.